Schlusssequenz, wo man das wirklich brauchen. Gut, also ich gebe euch auch noch einen Moment ganz kurz Zeit und dann würde ich mich mega gerne vorstellen, wo wir dann loslegen. Aber ich tue extra am Anfang jetzt auch schnell viel Zeit, ich nütze jetzt ein schwätzen, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass vielleicht der eine oder andere auch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich einrichten. Oder wenn irgendjemand etwas nicht funktioniert, der Ton nicht geht oder irgend so, dann schreibe das uns, dass wir das auch wissen und an diesen Themen arbeiten können. Eben für uns sind die Online-Lektionen auch noch Neuland und wir versuchen uns natürlich dann auch zu verbessern. Genau, also schreibt uns. Gut, also ich lasse euch einen Moment. Kommen wir gerade rein. So, also ich stelle mich mal noch kurz vor. Ich denke, die meisten kennen mich wahrscheinlich, sind hier ein Haufen Leute online, die bei mir auch in Kurse kommen. Das sind auch die Leute, die mich ermutigt haben, um das zu machen. Also so viele Nachrichten bekommen mit Anfragen, ob ich nicht irgend so etwas könnte machen. Und das hat mir auch Mut gemacht. Also danke vielmals für die, die mich nicht kennen. Ich bin Susanne Wertmüller. Ich leite hier im Topfitz Group Fitness. Ich habe vor einer Woche am Montag hier innen nochmal eine Lektion gegeben. Mit ganz viel lieben und fröhlichen aufgestellten Teilnehmern. Und heute bin ich ganz allein hier. Also es ist wirklich richtig komisch. Und damit ich weiss, dass ich nicht ganz allein war, wäre ich also mega froh und dankbar, wenn ich mich da einen Kommentar hineinschreibe. Schreibe vielleicht rein, hey, hallo Susanne, ich bin auch da. Hey, hallo Susanne, ich mache mit. Weil ja, ich denke, ich probiere mit dem jetzt euch etwas zu geben für die Zeit, wo ihr doch mehr daheim seid und wenn ihr mir etwas zurückgebt, dass ich weiss, es hat sich gelohnt, ich bin nicht allein da gestanden, finde ich das mega schön, schreibt mir. Für die, die das Topfit nicht kennen, ganz kurz, wir sind wirklich ein mega cooles Fitnesscenter, sehr kompetent und gross mit einem riesigen Angebot. Also ich sage das nicht nur, weil ich da arbeite, es ist wirklich ein sehr tolles Center. Wir sind auf 5 Stück. Wir haben 2 Gruppenfitnessräume. Da bin ich jetzt im UG. Wir haben aber oben am ersten Stock auch nochmal einen Gruppenfitnessraum, einen grösseren. Wir haben Kraft- und Ausdauergeräte auf 3 verschiedenen Stöcken. Wir haben einen grossen Kinderbord, eine grosse Physio. Eine super schöne Dachterrasse, wo wir im Sommer die Lektionen auf dem Dach oben machen können, mit genialer Aussicht in die Berge. Und vielleicht in dem Laufe der nächsten Woche, wenn das Wetter mal schön ist, wer weiß, vielleicht kann ich mal von dort oben eine Lektion machen. Genau, zu der Lektion, noch ganz kurz, nachher legen wir dann los. Wir denken sicher, was schwätzt ihr so lange, aber es ist so ein bisschen Absicht, zumal nicht genug Zeit geben. Die Lektion ist ein Faszien-Pilates. Wir nennen das bei uns im Center so, weil ich denke, das ist auch für alle so einigermaßen verständlich. Was ich gebe, ist eigentlich das Linksmyofasziales-Training. Und ich gebe das seit ein paar Jahren, mache das seit ein paar Jahren selber wirklich mit der grössten Überzeugung und Begeisterung, weil ich einfach am eigenen Körper so fest gemerkt habe, was einem das Training bringt. Es ist wirklich so ein richtiges Geschenk fürs Leben. So das Wohlbefinden im Körper und die Bewegungsfreiheit, die einem das gibt. Und ja, von dem Geschenk möchte ich euch etwas weitergeben und in diesem Zusammenhang für einmal ganz herzlich der Karin Gurtner danken, die das entwickelt hat. Karin, du hast mit dem etwas Grossartiges gemacht und ich hoffe, der Dank kommt irgendwie zu dir. Gut, also, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Ich gehe jetzt noch ein bisschen die Musik rein tun und dann legen wir los. Und schreiben dann noch, wer alles da war. Gut. Das ist vielleicht ein Noppenball, es ist vielleicht ein Tennisball.
Und ihr dürft mit dem Böller die Fußsohle so ein bisschen rausholen. Schaut, dass ihr schön langsam rollt. Mit gutem Druck. So viel Druck, wie ihr den Fuß so ein bisschen tragt. Rollt ihn wirklich schön vom Fersen bis zum Zeh. Und dann mal so ein bewusst bei der Innenseite vom Fuß vorbei. Und rollen bewusst bei der Außenseite vom Fuß vorbei. Schön langsam. Es ist wirklich mega spannend, was man mit den Füßen alles kann bewirken kann, wenn man dort ein bisschen arbeitet. Ihr könnt auch gerne die Zehen dazu her und ein bewegen. Wenn ihr die Zehen ein bisschen mehr zum Boden absenkt, dann kann der Böller ein bisschen mehr ins Gewebe hinein. Und wenn er die Zehen ein bisschen zur Decke aufstossen, wird die Plantarfaszie und am Fuß aufgespannt. Und das wird vielleicht ein bisschen intensiver. So also spielen wir ein bisschen mit dem. Rollen wir nochmal einmal schön vom Fersen bis zum Zehen. Und langsam wieder zurück. Mit gutem Druck. Gut. Darf ich den Fuß zurücksetzen auf den Boden? Dort hier nachspüren. Ob ihr im Fuß eine Veränderung merkt. Oder vielleicht über die ganze Körperseite eine Veränderung spürt. Von da aus könnt ihr bewusst eure Haltung aufbauen. Die Füße schön im Boden verankern. Außenseite, Innenseite gleichmäßig belasten. Kronenpunkt vom Kopf, der zieht zur Decke oben in die Länge. Wachsen. Der Schultergürtel ist breit und liegt schön entspannt auf. Atmen einmal wachsen. Ausatmen, zentrieren. Zieht die Bauchdecke in die tiefe Fläche rein. Dann den Rippenbogen schließen. Atmen, wachsen wir nochmal. Ausatmen, rollen wir langsam ab. Zuerst die Nickbewegung vom Kopf. Und dann gehen wir langsam Wirbel um Wirbel. Lasst die Arme und die Schultern ganz entspannt halten. Zieht die Bauchdecke kraftvoll rein. Dass der Rücken eine schöne Aufspannung bekommt. Ihr könnt denken, hinein an eurem Kreuzbein habt ihr immer noch ein Gewicht, das hier zum Boden runterzieht. Und dann könnt ihr so in eure Lenden hineinschnaufen. Bei der Einatmung die Lenden ausdehnen, dass es viel Volumen gibt. Bei der Ausatmung aber schmelzen. Einatmen. In den Lenden in breite Schnaufen, dass der Rücken dreidimensional ausdehnt. An der Ausatmung schmelzen. Der Kopf ist ganz entspannt. Bei der nächsten Ausatmung zieht der Bauchdecke wieder kraftvoll rein, dass er mit dieser Kraft langsam verrollt. Langsam Wirbel um Wirbel. Wirbel um Wirbel aufrichten. Schulterblätter gleiten dann hinten runter. Und ihr wachsen mit dem Kronenpunkt wieder zur Decke in die Länge. Gut. Ihr nehmt die andere Seite. Und dort
die Fußsohle noch schön ausrollen. Gut, vielleicht habt ihr jetzt beim Abrollen und beim Aufrollen ein bisschen gespürt, dass ihr ein bisschen einseitig gerollt sind, wenn ihr bewusst darauf geachtet habt. Und sonst macht ihr das für euch wieder einmal. Das ist nämlich wirklich eine gute Sache. Und wenn man so ein bisschen darauf achtet, merkt man wirklich, dass nachher der Körper so ein bisschen einseitig wird. Es verzieht einen vielleicht ein bisschen beim Abrollen. Und das wollen wir jetzt ausgleichen, wenn wir den zweiten Fuß nehmen. Ne? Also rollen schön über die Fußsohle rein. Auch bewusst bei der Außenseite und bei der Innenseite vorbei. Und mit den Zehen könnt ihr auch wieder ein bisschen spielen. Wenn die Zehen nicht zum Boden gehen, wird die Plantarfaszie etwas weicher, dann will ich ein bisschen mehr ins Gewebe rein. Wenn die Zehen nicht zur Decke gehen, wird es mehr aufgespannt. Sucht euch eure Punkte, die ihr sich braucht. Dort, wo er so am meisten wehtut, dort braucht er das wahrscheinlich auch am meisten. Und dort rollen wir noch mal schön langsam vorbei. Ich bin mega gespannt, wer das alles mitmacht zu Hause. Ich muss am Schluss dann lesen. Gut. Fuß zurücksetzen. Auch hier noch mal nachspüren. Haltung aufbauen, mit dem Scheitel zur Decke aufwachsen in die Länge. Nochmal gut zentrieren, die Bauchdecke in die tiefe Fläche hineinziehen. Und daraus raus rollen wir nochmal runter. Also nehmen hier wirklich Wirbel um Wirbel. Und wenn ihr den Bauch schön kraftvoll hineinzieht, dann bleibt euer Becken so lang wie es geht senkrecht. Die Schultern und die Arme sind ganz entspannt. Lasst die Schwerkraft wirken. Rollt da bis zu eurem tiefsten Punkt nochmal. Wenn ihr die Bauchdecke schon reinzieht, kommen die Hände vielleicht noch gar nicht ganz runter. Aber ihr könnt in den Rücken, der richtig schöne Aufspannung hat, nochmal gut hineinschnaufen. Und nochmal runtersinken. Schön weich. Einatmen, ausdehnen, dreidimensional, auch in die Breite. Ah, ausatmen, schmelzen. Gut, nächste Ausatmung. Bauchdecke kraftvoll hineinziehen. Mit dieser Kraft versucht ihr als erstes euer Becken möglichst senkrecht zu stellen. Und jetzt dann Wirbel um Wirbel aufeinander versetzen. Schulterblätter weiter weich in den Nacken und in den Achsen. Schön. Wieder auf die Seite tun. Kommt auf die Matte. Kommt in einen breiten Stand. Dreht euren rechten Fuß seitlich abdrehen. Linke Fuß zeigt schön gerade nach vorne. Die Wirbelsäule ist schlank. Da nicht zugeschnürt. Das heisst, ihr dürft die Bauchdecke da schön reinziehen, die Tiefe. Und dann nach rechts verschieben. Das rechte Bein beugen. Und wieder strecken. Das rechte Bein beugen. Und wenn ihr wieder streckt, dann gleichzeitig die Füße am Boden zusammenziehen. Das Bein beugen. Und wieder strecken, die Füße am Boden zusammenziehen. Macht das Ganze elastisch. Bouncen und zusammenziehen. Mit der hinteren Rutsche, das Gefühl. Kommen wir fast aus dem Bild raus. Gut. Macht das noch zwei, drei Mal für euch. Elastisch bouncen und zusammenziehen die Füße.
bleiben die hier verschoben. Vielleicht müssen wir den Schritt ein bisschen vergrössern. Aussenkante vom linken Fuß bleibt schön am Boden. Und dann wechseln wir in einen Stern. Von da aus könnt ihr entweder den Arm einfach aufs Bein tun. Das ist mir wichtig, ihr macht immer das, was für euch geht. Ihr könnt es sonst anpassen. Ich gebe eine Variante. Ihr könnt entweder den Arm einfach aufs Bein tun oder die Hand am Boden. Das, was für euch jetzt möglich ist. Wenn ihr da oben seid, dann drückt ihr den Arm ein bisschen ins Bein rein. Dass ihr da rauswachsen könnt und das Brustbein so ein bisschen zur Decke drehen. Schultern weg von den Ohren. Das gleiche da unten. Das Bein in den Arm hineindrücken. Und mit dem Druck das Brustbein zur Decke drehen. Dann bei der Einatmung. Obere Arm über den Kopf Richtung Boden absenken. Und ausatmen, wieder zurück. Einatmen, obere Arm über den Kopf Richtung Boden. Ihr dehnt die linke Seite ausdehnen und ihr geht viel herum. Die Rippen dürfen aufhechen. Der Arm der schmilzt zum Boden. Und das Bein, das drückt immer noch den Stützarm, dass er richtig schöne Aufspannung hat. Arm schön abschmelzen, einatmen und bleiben. Dreht euch von da aus ab zu der Matte. Das Hinterbein kann ausgestreckt sein oder das Knie am Boden. Ihr schaut einfach, dass ihr maximale Hüftöffnung habt. Auch wenn das Knie am Boden ist, nicht da hinten sitzen, maximale Hüftöffnung. Das vordere tut ihr nach außen kippen, sodass der Fuß auf die Aussenkante kommt. Schaut aber, dass das Fußgelenk nicht knickt. Und jetzt macht jeder wieder das, was möglich ist. Ihr könnt anpassen, Knie am Boden oder nicht. Ihr könnt auf den Händen bleiben oder auf den Ellbogen gehen. Und dann tut ihr die Aussenkante vom rechten Fuß fest im Boden drücken. Richtig kraftvoll. Und wenn ihr das macht, dann zieht es rechts im Gesäß richtig tief rein und geht dort Verklemmungen lösen, die man sonst fast nicht herkommt. An Stellen, wo man sonst fast nicht herkommt. Ihr dürft so bleiben. Oder wenn ihr wollt, nur den rechten Arm zum Deckel ausstrecken. Jetzt bin ich ein bisschen verdreht, aber es geht nicht immer so. Bleibt in dieser Position. Wenn ihr den Stützarm noch etwas mehr im Boden drückt, dann kann das Brustbein noch etwas mehr zur Decke drehen. Und dann tut ihr den Druck von der Aussenkante vom rechten Fuß noch mal verstärken. Denkt ihr, wenn von dem linken Arm ganz viel Gewicht wegnehmen. Also da rein, so, bleiben. Setzt den Fuß zurück, in ein Knie setzen und dann zurück verschieben. Und hochrollen. Vor dem Fuß wieder flexen, das Bein nicht ganz strecken und dann das Becken nach vorne kippen. Der Rücken der bleibt schön gestreckt, Sitzbein hocken, sie wieder möglichst hinten raus. Wirklich da draus aus dem Becken raus. Die Hände könnt ihr hier oben lassen, könnt euch auch irgendwo abstützen. Oder wenn es geht, Hände am Boden, aber der Rücken ist gestreckt. Innenseite spürt ihr wahrscheinlich jetzt ein wenig. Und wenn ihr jetzt den Fersen, den rechten, im Boden drückt, dann wird die Dehnung ein bisschen eklig. Versucht den Druck zu halten und dann mit dem rechten Bein in eine Aussenrotation gehen und in eine Innenrotation.
lebendigen Lösung. Drücken mit dem Fersen schön im Boden werden, wenn wir das machen. Das Bein ist nicht ganz gestreckt, aber der Rücken ist gestreckt. Noch einmal schön in eine Aussenrotation. Und in eine Innenrotation. Gut. Bleiben wir. Haben wir hier in den Hamstrings schön gelöst. Rollen hoch, kommen hoch in einen einbeinigen Kniestand. Wir haben dreimal rechten Winkel. Dann euch schön aufrichten, Scheitel zieht zur Decke, das Schambein zieht zum Brustbein, hinteren Fuß, drücken in die Matte rein, wie wenn ihr wollt, von dem Knie ein bisschen Gewicht nehmen. Dann gibt es im Hüftbeugen so eine richtige Aufspannung, die ihr vielleicht auch ein bisschen unangenehm findet. Das darf sein. Eben drüben. Vor dem Fuß dürft ihr zum hinteren Knie ziehen. Also der Hüftbeuger ist richtig schön offen, aufgespannt, wird ein bisschen dehydriert. Auf die Schulter. Geht ihr in eine Seitenlage auf eure rechte die Seite. Ich komme wieder zurück. Genau, macht so weiter. Ich drehe mich mal schnell. Hinterfuß drückt im Boden. Und ihr geht in eine Seitenneigung. Die linke Seite schön öffnen. Und wieder zurück. Und haben den Hinterfuß immer noch im Boden gedrückt. Vorderfuß zum hinteren Knie zieht. Dann spüren, dass ihr gut. Nehmen wir den Vorderfuß zum Hinteren. Tönt die Hände an euer Becken. Bei der Einatmung vorne öffnen. Also das Becken könnt ihr wie so ein bisschen dorsal kippen, hinten runter kippen, dass vorne der Hüftbeuger nochmal schön geöffnet wird. Und das Brustbein könnt ihr so ein bisschen zur Decke anheben. Also einatmen. Und dann ausatmen, zurückbounce, also Federn. Einatmen, öffnen vorne. Ausatmen, bounce. Und öffnen. Bounce. So dass es für euch möglichst elastisch ist. Ein Gummizug, den wir spannen. Und spickeln. Hüfte maximal öffnen, das Becken hinten abkippen. Noch einmal. Schön. Also Elastizität bringt dem Körper mega viel. Bringt euch auch Bewegungsfreiheit in den Hüften und in den Knien. Super Übung. Gut, wir kommen von hier aus in vier Füßchen. Hand auf Schulterhöhe, rechtwinklig platziert. Lange Wirbelsäule, der Kopf der gehört dazu in der Verlängerung. Die Taille könnt ihr zuschnüren, die Spannung in der Tiefe schön aktivieren. Ihr dürft jetzt gerne in diesem Vierfüßler bleiben. Ich gebe verschiedene Varianten. Ihr dürft hier unten bleiben. Die mehr wollen, dürfen hochstoßen in ein umgekehrtes V. In diesem umgekehrten V ist der Rücken gestreckt und die Sitzbeinhocke zündet möglichst zur Decke auf. Wenn ihr die Hände ein bisschen von den Füßen wegschiebt, dann kommt der Rücken noch mehr Länge über. Dünn euer linke Bein ausstrecken, diagonal zur Decke rauf. Schiebt den Fuß
weit von euch weg. Dann bei der Ausatmung den Bauch aushöhlen, das Becken einrollen. Euer Rücken wird so rund wie möglich. Und ihr rollt in eine Stützposition führen. Ohne das Knie möglichst näher zum Brustbein zieht. Gut, und dann schieben das wieder diagonal in den Ofen. Die Länge, streckt euch. Atmet in den Grund, führt sie. Kraftvoll aus dem Bauch. Und das Gleiche ist in vier Füßen. Runde Rücken. Und im Vierfüßler geht das Bein einfach gerade hinaus. Also das Bein ist einfach in der Verlängerung vom Oberkörper. Breite Schultergürtel behalten, das ist wichtig. Und führen Sie. Gut. Wir sind super vorbereitet für die Übung. Weil wir rechts schön die Handsprings gedehnt haben und links haben wir für die Hüftöffnung geschafft. Und das hilft uns jetzt gerade. Letzte Runde. Und dann kommen wir alle auf die Matte. Wenn ihr in vier Füßen sind, bleiben wir gerade auf der Matte. Wenn ihr da oben sind, das Becken nach links öffnen. Fersen zum Gesäß herziehen. Und langsam kontrolliert den Fuß in den Sitzen. In den Sitzstütz kommen, das Becken nochmal hochschieben zur Decke, öffnen. Und tief. Gut, ich hoffe, das geht soweit für euch alle daheim. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, es geht auch für die, die noch nie so etwas gemacht haben. Nehmt das raus, was passt. Z-Sitz. Wenn ihr Mühe habt, in einem Z-Sitz zu sitzen, könnt ihr auch etwas nehmen, zum höher aufsitzen. Ihr könnt die Matte rollen, könnt ein Buch nehmen. Einfach auf etwas aufsitzen, dann geht es besser. Es ist super für das Hüftgelenk. Wenn es nicht geht, dann anpassen. Ihr könnt auch ein Bein strecken. Ihr könnt einen Schneidersitz. Aber höher aufsitzen, das hilft. He? Gut, der rechte Fuß ist am linken Knie. Wachsen mit dem Scheitel zur Decke. Und gehen in eine Seitneigung. Auf eure linke Seite. Also auf die Seite, wo die Füße sind. Dann die rechte Seite öffnen. Kommen Sie wieder zurück. Seitneigung. Rechte Seite ausdehnen, auffächern. Die Rippen fächern auf. Es gibt Volumen. Ihr bleibt in dieser Seitneigung. Wenn ihr die linke Hand am Boden ein bisschen in den Boden reindrückt, ein bisschen von euch wegstoßt, dann kommt die rechte Seite noch mehr Länge über. Daraus raus geht ihr in eine Rotation. Obere Hand zieht zu der unteren Hand. Ihr versucht, das Becken einrollen, den Bauch aushöhlen, also das heisst, so ein bisschen reinziehen. Und so rotieren. Kommt wieder zurück. Und richtet euch wieder auf. Einatmen, Seitneigung. Rotieren. Wieder zurück. Und aufrichten. Versuchen, das Ganze schön aus der rechten Hand raus zu initialisieren. Je schöner, dass ihr es aus der Hand rauszieht, je tiefer zieht sie die grosse Rückenfaszie rein. Das kann dort innen super schön verklebige Löhne sein. Geht ihr noch einmal. Rechte Seite ausdehnen, stoßen die linke Hand in die Matte. Und dann aus der rechten Hand raus. Rotieren.
Bauch aus wollen, wirklich einrollen. Ziehen den Bauchdeckel kraftvoll rein, dass ihr mit dieser Kraft langsam aufrollt. Zuerst versuchen, das Becken senkrecht zu stellen. Und dann könnt ihr Wirbel und Wirbel aufeinander aufsetzen. Schön, wir sind durch eine Seite durch. Nehmen wir jetzt die zweite Seite. Stand. Ich mache die Musik nachher gar noch ein bisschen leiser. Ich bin jetzt sicher, dass ich zu laut habe. Dreht euren linken Fuß seitlich abdrehen. Die Taille ist zugeschnürt. Scheitel zieht zur Decke. Ihr verschiebt auf links. Kommt zurück in die Mitte. Wenn ihr zurückkommt in die Mitte, dann zieht ihr die Füße am Boden zusammenziehen, also dass die Innenseite der Oberschenkel aktiviert wird. Gut, machen wir schon weiter. Ich hoffe, wir sind noch da. Verschieben. Und zurück, die Füße zusammenziehen. Machen das Ganze noch elastisch. Bouncen, Füße zusammenziehen. Machen das in eurem Tempo, dass es für euch elastisch ist. Euer inneres Trampolin. Einmal bouncen, Füße zusammenziehen. Bleiben dann verschoben. Vielleicht müssen wir den Schritt etwas vergrössern. Aussenkante, rechter Fuß ist schön am Boden. Ihr geht in den Stern. Dort von hier aus entweder euren Arm auf dem Bein platzieren oder die Hand am Boden. Was für euch geht, was für euch möglich ist. Wenn ihr Mühe habt, um hier zu öffnen, dann kommt ihr weiter rauf. Drückt den Arm ins Bein hinein. Dass mit dem Druck das Brustbein noch etwas mehr zur Decke kann drehen. Wenn ihr da unten seid, drückt ihr das Bein gegen den Arm. Die Schulterblätter schiebt ihr schön in die Hosentasche abschieben. Die Aufspannung halten und dann den oberen Arm über den Kopf Richtung Boden absenken. Und wieder zurück. Einatmen, Oberriesen die Seite ausdehnen und da gebt ihr viel Volumen, dehnt euch aus und kommt zurück. Das Bein drückt immer noch gegen den Arm, das Brustbein ist immer noch so weit wie es geht zur Decke und der obere Arm der schmilzt ganz weich zum Boden. Vielleicht geht es ja mit jedem Mal ein bisschen weiter und eben das Gleiche nach oben. Das auch für euch geht heute. Bleibt da. Dreht euch von alles ab zu der Matte. Das Hinterbein entweder gestreckt oder das Knie am Boden. Einfach so, dass ihr maximale Hüftöffnung habt. Das linke Bein nach außen kippen, dass der Fuß auf die Aussenkante kommt. So weit nach außen kippen wie möglich. Auf der Hand bleiben oder auf den Ellbogen gehen. Gut. Und jetzt Aussenkante linken Fuß gut im Boden drücken. Wie wenn ihr redet, von diesen Armen ganz viel Gewicht wegnehmen. Und dann zieht es links im Gesäß tief hinein.
wenn ihr könnt da bleiben, nur wenn ihr rennt. Linke Arm noch zur Decke. Und wenn ihr den rechten Arm mehr im Boden stoßt, dann dreht das Brustbein noch etwas mehr zur Decke. Ja? So, da raus. Aussenkante linken Fuß könnt ihr nochmal den Druck etwas verstärken. Wie wenn ihr wollt, von eurem rechten Arm ganz viel Gewicht wegnehmen. Und das hebt ihr 1-2 Atemzüge. Kommen wir zurück. Vor den Fuß zurücksetzen. Zurück verschieben. Und hüchern. Wenn ihr Mühe habt mit dem Gleichgewicht vorher, vielleicht habt ihr ein Tischchen oder ein Möbel, wo ihr euch heben könnt. Vielleicht geht es aber auch. Wirbelsäule bleibt lang. Wenn ihr das Becken nach vorne kippt, also sitzt bei Hocker hinten am Gesäß, die zündet möglichst hinten raus. Das Vorderbein könnt ihr nicht ganz strecken. Den Fuß schön flexen. Und dann den Fersen im Boden drücken. Also das Becken maximal nach vorne. Haben da hinten eine schöne Dehnung. Und jetzt drücken wir den Fersen im Boden. Und dann wird die Dehnung etwas unangenehm. Gehen wir in eine Außenrotation und in eine Innenrotation. Also wir dürfen das Bein extra nicht ganz strecken, damit die Schichten gegeneinander gleiten können. Wir versuchen hier die Verklebungen zwischen den Hamstrings zu lösen. Weil die Hamstrings sind oft gar nicht unbedingt kurz, sondern mehr verklebt. Noch einmal. Mit dem Druck. Ellbogen. Aussenrotation. Aus dem Hüftgelenk, aus dem Becken bleibt. Und Innenrotation. In einen einbeinigen Kniestand, wo ihr dreimal den rechten Winkel habt. Richtet euer Becken auf. Schambein zieht zum Brustbein. Der Hüftbügel rechts ist maximal geöffnet. Ihr könnt den Hinterfuß noch im Boden drücken. Ihr könnt richtig versuchen, von dem Knie Gewicht wegzunehmen. Und dann zieht es da rein. Recht unangenehm wahrscheinlich. Wird intensiv. Vor den Fuß zum hinteren Knie ziehen. So die rechte Hüfte so zieht auch so wie zum Knie führen. Und dann geht ihr in eine Seitneigung auf eure linke Seite. Ihr dehnt eure rechte Seite schön aus. Also ihr bleibt wie ihr seid, ich drehe mich einfach. Ausdehnen. Hintere Fuß drückt immer noch im Boden. He? Versuchen, Gewicht wegzunehmen von dem Knie. Und dann hier die Rippen auffächern auf eurer rechten Seite. Noch zweimal. Schnuffelt dann nochmal schön rein. Das letzte Mal. Aufspannen. Zurückkommen. Gut. Nehmen wir euer vordere Bein zum Hinteren. Die Hände an euer Becken. Und wenn ihr jetzt also vorne öffnet, versucht auch den Hüftbügel wirklich maximal noch mal zu öffnen. Also das Becken so ein dorsal kippen, hinten runter kippen, das Brustbein zur Decke anheben, aufspannen. Und dann zurückbouncen. In der Tiefe vom Bauch braucht es ein bisschen Spannung. Einatmen, vorne öffnen. Und ausatmen. Bouncen, der Rücken bleibt lang und stabil. Gummizug vorne aufspannen. Und bouncen. So wie es für euch möglich ist, mit dem Hüftbügel mal schön öffnen. Das gibt dem Hüftbügel super schöne Elastizität, auch im Quadrizeps.
Das hilft für Bewegungsfreiheit in der Hüfte und im Knie. Noch einmal aufspannen. Und bouncen. Gut, ich hoffe, das ist gegangen für euch. Kommen wir in den Vierfüßler. Hände schulterbreit. Ihr könnt die Hände auf der Matte auch gerne in die Breite schieben. Dann könnt ihr schön zwischen euren Schultern rauswachsen. Wenn ihr wollt, ins umgekehrte V rauf. Aber ihr dürft ganz gerne mit den Vierfüßlern bleiben. Also manchmal ist weniger mehr. Ihr könnt nur ins V. Wenn ihr dann an den Rücken müsst strecken müsst, Sitzbeinhocker zündet dann zur Decke rauf. Wenn ihr die Hände von den Füßen wegschiebt, kommt der Rücken noch ein bisschen mehr näher. Ihr strecke das rechte Bein ausstrecken in die Verlängerung vom Oberkörper. Wenn ihr da unten seid, geht das Bein einfach gerade hinten raus. Bei der Ausatmung den Bauch aushöhlen, das Becken einrollen. Der Rücken der wird so rund wie möglich. Und ihr zieht das Knie zum Brustbein. Möglichst nah kraftvoll. Und dann schieben wir es wieder hinten rauf. Streckt euch. Und dann rollt ihr wieder rein. Runde Rücken. Das Knie nach zum Brustbein ziehen. In eine Stützposition führen rollen. Und wieder hinten rauf schieben. Auf dem Knie. Das genau gleiche. Ausstrecken. Genau, wenn ihr auf dem Knie sind, müsst ihr schauen, dass der Bauch gut hebt, dass der Rücken lang und stabil bleibt. Wenn ihr im V sind, müsst ihr wahrscheinlich mehr gut aufpassen, dass ihr den Rücken schön streckt. Ihr könnt noch einmal. Wenn ihr auf den Knie seid, bleibt ihr gerade auf den Knie. Es gehen alle so auf die Matte, wie es stimmt. Für die, was passt, eleganten Übergang. Das Becken nach rechts öffnen. Das Bein anwinkeln. Fuß hinsetzen, langsam. Öffnen. Das Becken nochmal zur Decke aufschieben. Und absetzen. In den Z-Sitz. Gut, im Z-Sitz ist der linke Fuß im rechten Knie. Dann wieder auf etwas aufsitzen, wenn es nicht gut geht. Manchmal geht ja eine Seite, eine nicht. Sitzt ihr euch auf. Oder die Beinposition anpassen. Er muss breiten. Wachsen mit dem Scheitel nochmal zur Decke. Und geht in eine Seitneigung auf rechts. Linke Seite öffnen. Und ihr kommt wieder zurück. Seitneigung. Links rein schnaufen, die Rippen ausdehnen. Ihr dürft dann in dieser Seitneigung bleiben. Wenn ihr die rechte Hand ein bisschen im Boden drückt, dann kann die linke Seite noch ein bisschen mehr öffnen. Und dann geht ihr in eine Rotation. Die obere Hand zieht zu der unteren Hand. Becken einrollen, den Bauch aushöhlen, das heisst die Bauchdecke so reinziehen, mit dem Ziel, dass wir möglichst rund werden. Dann zurück. Und aufrichten. Mit der rechten Hand am Boden könnt ihr richtig schön spielen. Wenn ihr sie jetzt mehr in die Matte stoßen, gibt es links mehr Länge. Wenn ihr in der Rotation die Hand ein bisschen nach vorne schiebt und vielleicht ein bisschen zwei herzieht, dann geht euer Bewegungsweg noch ein bisschen weiter. Die linke Hand kommt noch ein bisschen weiter. Wieder zurück und aufrichten. Macht das noch zweimal für euch. Und wenn ihr das schön aus der linken Hand raus initialisiert, dann zieht sie richtig schön tief in die Rückenfaszie rein. Und kann dort mega schön Verklebungen lösen.
super Übung, die ganz viele Aspekte drin hat und Körper wirklich gut dient. Gut. Schluss dürfen wir euch sitzen. Wir kommen noch in den Rücken an. Schaut, dass ihr euren Ball und euren Gurt in der Nähe habt. Welcher Ball auch immer. Macht zuerst noch etwas Kräftiges. Und am Schluss lösen wir ihn nochmal gut. Stellt die Füße hüftgelenksbreit auf. Nehmt bei der Einatmung die Arme hoch über den Kopf. Bei der Ausatmung macht ihr mit diesen Armen einen grossen Halbkreis. Zuerst schiebt ihr die Arme zur Decke auf, dass die Schulterblätter schön wegkommen vom Boden. Und dann nehmt ihr den Arm neben den Körper, schiebt den Rippenbogen da bewusst in die Bauchdecke rein. Und dann kommt ihr wieder zurück. Langsam. Zuerst den Arm zur Decke und erst dann langsam absenken. Gut, nochmal. Tönt den Beckenboden auch ganz gut aktivieren. Den Beckenboden wie einen Lift nach innen hochziehen, wenn ihr hier hoch rollt. Zuerst die Arme zur Decke, Schulterblätter kommen weg vom Boden und dann die Arme neben den Körper. Und langsam, langsam. Zuerst wieder zur Decke rauf und wieder zurück. Ihr dürft mega gerne einfach so weitermachen, wie wir jetzt gemacht haben. Wenn ihr mehr wollt, dann dürft ihr jetzt noch beide zunehmen. Also ihr kommt hoch. Lupft die Beine ab. Die Arme neben den Körper. Die Schulterblätter bleiben hoch. Wenn ihr die Beine ausstreckt, Richtung Decke. Wenn sie dann anwinkelt. Und dann langsam zurückgeht. Die Arme zuerst Richtung Decke. Und dann langsam Richtung Boden. Beckenboden gut aktivieren, ausatmen, hochkommen, Schulterblätter ablupfen, einatmen, Beine zur Decke ausstrecken, ausatmen, anwinkeln und einatmen, langsam zurück. Gut, hier wieder hoch. Schulterblätter ablopfen. Arm neben den Körper. Einatmen, Beine ausstrecken. Ausatmen, anwinkeln. Schulterblätter sind immer noch hoch. Und erst jetzt gehen wir langsam zurück. Machen noch einen kontrollierten Durchgang. Wenn ihr nicht den ganzen Durchgang macht, könnt ihr einfach abkürzen und machen noch so viel, wie es passt. Beine zur Decke. Beine anwinkeln. Langsam, langsam. Zurück. Absetzen. Schön. Und jetzt machen wir noch einen wunderschönen Abschluss. Nehmt einen Nockenball oder einen Tennisball oder den Ball, den ihr habt. Und dort rechts im Gesäß reinklemmen. Und wenn eure Böden zu intensiv wird, also gerade wenn ihr vielleicht eine Härtebühle habt, wird es vielleicht dann auch intensiv, dann dürft ihr den Böden also auch einfach weglassen. Nehmt ihr euer Gurt, was für ein Gurt auch immer das ist, ihr dürft auch einfach das Tuch nehmen und jetzt den Länge nach und das Bein herumtun. Wenn ihr gar nichts jetzt bei euch habt, könnt ihr einfach das Bein fassen. Geht auch. Also kein Stress, um noch irgendwo etwas zu suchen. Gut. Jetzt zieht ihr das Bein also mit dem Körper her. Dann, wenn ihr da maximal das Bein zum Körper hergenommen habt, versucht den Fuß auszustrecken in eine Point-Position. Spannung aktivieren
und bei der Einatmung wieder lösen und vielleicht noch meine Nähe herziehen. Ausatmen, aktivieren, den Fuß in eine Point-Position bringen und denken, ihr wollt das Bein so ein bisschen richtig Boden absenken. Und wieder lösen. Noch einmal Fuß und Bein in Boden. Reindrücken. Und wieder lösen. Führen das Bein jetzt zurück. Und führen das Bein in Pendel nach rechts. Und nach links. Ihr könnt denken, die Pfanne von eurem Hüftgelenk ist wie ein Topf, der jetzt mit warmem Olivenöl gefüllt ist. Und der Kopf von eurem Oberschenkel, der wird in dem Olivenöl jetzt richtig schön geschmiert. Also dort das Bein durchbewegen, das Hüftgelenk durchbewegen. Rechts und links. Und das nächste Mal bleiben wir auf rechts. Jetzt ist der Boden so platziert, dass das Becken nicht nach rechts kippt. Wenn jetzt der Böden zu intensiv ist und ihr ihn wegnehmen wollt, schaut einfach trotzdem, dass euer Becken nicht kippt. Gut, da könnt ihr ein bisschen in die Position hineinschmelzen. Lasst das Bein zum Boden runtersinken. Gebt euch da tiefe Atemzüge. So dass das Gewebe, das sich vielleicht am Anfang ein bisschen dagegen wehrt, mit der Zeit schön loslassen kann. Und ihr dürft mit dem Bein ja gerne noch ein bisschen spielen. Dass es mal näher herzieht. Und wieder ein bisschen lösen. Ich näher zum Kopf herziehen. Lösen. Noch einmal. Dann führen wir das Bein zurück. Schleifen raus. Nehmen den Ball runterführen. Das Bein ausstrecken. Und nachspüren. Man spürt da oft recht starke Veränderungen, wenn man sich da schön die Zeit nimmt. Dass eine Seite sich ein bisschen länger geworden ist oder flächer geworden ist. Und dann tun wir es ausgleichen. Nehmen den Böller auf die linke Seite und den Gurt um den linken Fuß, um den Vorfuß herum. Ziehen das Bein her. Und dann der Fuß ist jetzt flex. Versuche den Fuß auszustrecken in eine Point-Position, aber mit dem Gurt heben wir dagegen. Und dann die Spannung wieder lösen und mit dem Lösen noch ein bisschen mehr Dehnung in. Nochmal versuchen, die Spannung aufzubauen, den Fuß ausstrecken und das Bein richtig Boden absenken. Die Innenseite wird voll aktiviert. Spannung nochmal lösen. Einmal. Und das nächste Mal lösen, führen das Bein ein bisschen zurück und führen es in eine Pendelbewegung. Nach links und nach rechts. Ich drehe mich schnell. Nächstes Mal auf links sind, bleiben auf links. Dann da den Bein ein bisschen ziehen. Und den Zug ein bisschen lösen. Ein schönes Spielen, dass wir in die unterschiedlichen Winkel hineinkommen. Noch einmal. Führen das
schliffen raus. Wir nehmen den Böen umführen. Und dann einmal nachspüren. Stoßen hier, kehren hier auf die Seite. Stoßen hier über die Seite hoch. Richten euch nochmal auf. Dann nochmal einatmen. Ausatmen, rotieren. Einatmen. Auf die andere Seite rotieren. Einatmen hoch. Zur Decke heben, öffnen. Ausatmen, runter rücken. Einatmen, strecken. Vielmal, wenn es ein bisschen überzogen, weil ich später angefangen habe. Ich hoffe fest, dass es euch gut getan hat, dass es euch Resilienz und Widerstandsfähigkeit schenkt im Körper, dass ihr möglichst gesund bleibt. Und danke fürs Mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, dann liken das schnell. Wenn ihr irgendeinen Input habt, dann schreiben, irgendwie, was auch immer das ist. Ich freue mich nachher, um alles zu lesen. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann könnt ihr den Benachrichtigungsdienst aktivieren, dass ihr die Neuigkeiten überkommt. Vielleicht sehe ich euch nächste Woche wieder. Ich würde mich mega freuen. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt.